Ein 90-Jähriger hat am Sonntagabend in Glashütten im Taunus auf eine Polizeistreife geschossen. Nachdem er Opfer von Trickbetrügern geworden war, die sich als Polizeibeamten ausgaben, dabei erlitt eine echte Beamtin ein Knalltrauma. Wie die Polizei mitteilt, meldete der Mann gegen 20 Uhr der Polizei, dass er auf Trickbetrüger hereingefallen war. Demnach habe er mehrere tausend Euro Bargeld auf Anweisung vor seiner Haustür abgelegt. Die Betrüger kamen vorbei und holten das Geld ab. Als nach der Meldung des Betrugs die Polizei einen Streifenwagen in die Straße des 90-Jährigen schickte, feuerte der Mann einen Schuss in Richtung der echten Polizisten ab. Laut Polizei war der Mann legal im Besitz mehrerer Schusswaffen, der 90-Jährige sei aber psychisch stark beeinflusst gewesen. Die Polizisten konnten den Mann durch gutes Zureden beruhigen und weitere aggressive Handlungen so verhindern. Nun ermittelt die Polizei, was genau ihn dazu gebracht hat, so schnell zu schießen. Die Polizei teilt zudem mit, dass es im gesamten Gebiet der Polizei Westhessen am Wochenende zu mehreren Anrufen durch falsche Polizeibeamten kam.